Ja, hallo, das ist der Julien. Hey, wir sind wirklich total cool. Neue Zutaten für meine Velo-Kräfte sind alle organisch. Jetzt mal schauen hier. Das ist da hinten mal, jetzt ist das Velo. Ah, Scheiße nochmal. Ah, du bist da. Ich werde noch schnell mein Velo einrichten. Hast du aber hier nichts durcheinander gebracht? Die Kichererbs haben wir wunderbar. Also, ich habe hier ein paar tolle Velo-Produkte. Ich meine, ich bin ja in San Martin de los Andes, bin ich Velokurier gesehen. Auf einer Rinderfarm zuerst geschafft, wo es um nachhaltige Rinderzucht gegangen ist. Und sie haben die Rinder auch gespritzt wie ein Laubbaum. Darum haben die Rinder nie Schädling gehabt. Und das habe ich auch noch gefunden. Das ist der Verpackungswahnsinn. Die Lämpchen hier haben null Fingerabdruck. Du kannst beide hinten hintereinander. Ich habe sicher schon zwei, drei gesehen, die auch als Arschmuck können benutzen. Und aufladen, und das ist total der Burner. Und meine Überlegung ist jetzt eben folgende. Wenn jetzt nachts einfach das Licht ausgeht und du musst laden, dann kannst du jetzt eben hier, das ist total praktisch, fasten du und zündest auf das Solarpanel. Du musst ihn halt da festheben, aber das speist ihn ständig. Wenn alle so wollen, Delle fahren, da wird einfach die Welt besser gehen. San Martin de los Andes hat seinen ganzen Büffelstall so ausgeleuchtet gehabt. Der Blocks liest das überall, dass man jetzt halt eine Batterie braucht, um hier die Solarzellen zu betreiben und dann wieder das Batterie, das hier in der Lampe drin ist, wieder aufladen. Es ist so. Das ist sicher biologisch abbaubar. Ja. Mit dieser Lampe wird es am Morgen noch Licht geben. Also, ich wollte heute einfach ein bisschen Überblick geben über alternative Lichtmittel. Und kannst sonst auch in meinem Blog schauen, wo ich all diese Sachen auch kuratiere. Sicher nicht an meinen Schuhen genommen, es ist Budapest-Leder, das geht gar nicht. Ich wollte ja selber nie dem Galaxus einkaufen, aber die Produkte finde ich echt gut. Das findest du sonst gar nicht. Aber bitte schneid das raus, das braucht man nicht. Kannst du es rausschneiden?